Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Prey. Wir sind in diesem tollen Wartungstunnel unterwegs gewesen und kommen dort hinten, Arboretum, kommen wir nicht weiter. Aber hier haben wir in der letzten Folge noch eine Stelle gefunden, wo wir vielleicht auf alle Fälle diese Sachen hier mitnehmen können. Was ist das da hinten? Ist das vielleicht eine Kiste oder so? Also eine Kiste ist es schon. Was? Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Ach, guck mal da. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen hier. Aber die Leiche haben wir doch begutachtet. Aber hier, guck mal. Ich komme. Ja, komm ruhig. Wo sind wir denn jetzt hier? Aha. Schwerkraft normal. Okay. Systeme offline. Med Bay. Wir haben hier keinen. Warum können wir. Haben wir denn jetzt so viel Quatsch hier aufgesammelt? Wir können es nicht zerlegen, ne? Ach, Mensch. Aber die zwei Kabel, was machen die? 0,55. Ah, der Ertrag ist dort weitaus höher. Zitronenschale weg. Und dafür nehmen wir die Sachen mit. So. Was haben wir hier noch? Anti-Rats, okay. Was? Was hier passiert? Ist hier irgendwas passiert? Oh. Was passiert hier? Was passiert hier? Plasma-Schockwelle. Na super. Warnung. Schutz suchen. Plasma-Schockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Ich stehe hier. Was ist das? Was passiert hier? Langley. Hey, was ist los? Er ist tot. Halt, was? Wer ist tot? Anders, ich wollte die Sicherheit rufen. Ich... Brauchen Sie ein medizinisches Team? Ich habe gesagt, er ist tot, Langley. Okay, Laurel, atmen Sie tief durch. Sagen Sie mir, was passiert ist. Okay, alles okay. Tut mir leid. Anders ging in die Mag-Kammer, um eine Spule zu testen, die Zecken gemacht hat. Ich weiß nicht, was genau passierte, aber es gab einen Impuls. Ich glaube, er wurde in seinem Anzug geröstet. Oh Gott, das tut mir leid, Laurel. Können Sie zum Arboretum kommen? Nein, Anders hatte die Schlüsselkarte. Okay, verstanden. Rühren Sie sich nicht. Bleiben Sie weg von dieser Kammer. Ich suche nach Chief Elizer und wir schicken schnell ein Sicherheitsteam. Okay, Bereichskarte ist mal runtergeladen. Was ist denn das für ein Teil hier? Diese Spule. Vor allem geht die gleich wieder los. Hallo, Dr. Yu. Hallo. Da geht's nach oben. Warnung, drohende Plasma-Schockwelle. Okay, ich gehe hier ins Klo. Achso, biologische Abfälle. Da kann man auch nicht. Guck mal, hier ist doch Band 2 von dem Stars im Aufwind. Antonio Folger, Star des Sommerblockbusters Transgressions, hat alle todesmutigen Stunts im Film selbst übernommen, so wie Jackie Chan. Nach einer längeren Pause feiert der aus vielen Actionfilmen bekannte exzentrische Publikumsliebling nun sein Comeback in absoluter Topform. Erleben Sie in unseren exklusiven Online-Clips, wie Folgro
wie Froika sich von einem Kran schwingt. In letzter Zeit wurde er übrigens häufiger mit der bezaubernden Cindy Sinclair gesehen. Ebenfalls in dieser Ausgabe 10 Stars, die einfach nicht älter werden. Urlaub im All, Real Awards, Anwärter 2031, Gary Lee abgeblitzt. Stars im Aufwind, interviewt den Transgression-Newcomer Will Richardson. Als der Mordrax Schreischinder vor ihr auf den Boden zusammenbrach, streckte Mercy ihre Finger, die vom vielen Würgen schon schmerzten. Trevor kam mit rauchender Phasenpistole und schreienden Mordrax auf den Fersen hinter ihr um die Ecke. Mercy grunzte. »Ich verstehe es nicht, Trevor. Warum haben Sie mich aus diesem Gefängnis geholt? Ich habe ungefähr 7 Mal versucht, Sie kalt zu machen.« Trevor antwortete, während er einige Schüsse aus seiner Pistole abgab, »weil Sie die Einzige sind, die mich schon mal fast getötet hat.« Ein weiterer Schuss. »Und Sie sind der Einzige, der ich vertrauen kann. Wir werden uns das Sternbeuger-Prisma direkt vor Fürst Argons Nase schnappen.« Mercy konnte nur noch grinsen. Ihre Finger fühlten sich schon wieder besser an. Aha. Die Tür kann übrigens zugehen. Hallo, Dr. Jung. Hallo. Okay, 3 zu 1 und... War das jetzt die Schockwelle? Auf alle fliegt da jemand die ganze Zeit hin und her. So. Warnung. Drohende Plasmaschockwelle. Ja. Ach, du heile Kacke. Warnung. Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Wow, die ist ja überall, die Okay, die machen sich selber kaputt, wie scheint. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Gehen die jetzt auch kaputt von dem Plasma? Huch! Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, also das Überleben war zumindest soweit. Hui. Okay. Wir brauchen auf alle Fälle Glue. Wir müssen Glue herstellen. Sehr viel Glue. Ist da noch was? Okay. Ich glaube, wir müssen da... Warnung! Drohende Plasmaschockwelle. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Warnung. Wahrscheinlich. Schutz suchen. Ja, ich bin doch schon weg. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Mikrogravitation entdeckt. So. Okay. Okay, ich gehe erstmal wieder raus. Schwerkraft normal. Drohende Plasmaschockwelle. Ob wir da irgendwie anderes noch finden, oder? Warnung. Schutz ja. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Na, hui. Okay. Jetzt kommt gleich die nächste Welle. Hört das mal irgendwann auf? Nee, ne? Auf alle Fälle müssen wir irgendwie... Mikrogravitation entdeckt.
Okay. Warnung. Ja, ja. Plasma-Schockwelle. Die Frage ist, habe ich jetzt einen Schlüssel oder sowas oder habe ich ihn nicht? Warnung. Schutz suchen. Plasma-Schockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Mikrogravitation entdeckt. Ich gehe mal kurz hier hochgucken. Aua! Aua! Wurde beschädigt. Oh! Okay. Hier oben ist nix. Hier ist gar nichts. Da unten ist irgendwas liegend. Okay, ich lade nochmal. Ja. Plasma-Schockwelle. Die ist irrelevant. 4, 3, 2, 1. Ich wollte gerade sagen, geht die nicht mehr auf hier? Ja, hallo, hallo. Was? Mann. Aua. Sie haben mich beschädigt. Ja, hab ich. Es tut mir auch überhaupt nicht leid. Aua. Mann. Schutz suchen. Plasma-Schockwelle in 5, 4, 3. Das ist doch kacke. Aua. Aber jetzt darf ich wieder alles hier. Wo kommt noch wieder eine Munition? Hä? Wo kam die Waffe her? Da. So, die müssten wir wieder zerlegen, ne? Wobei wir die Sachen essen können, dann ist das erstmal weg. So. Haben wir noch irgendwas? Hier, die Fischstäbchen. So. Und dann haben wir jetzt die Pistole, die wir mitnehmen können. Und können dann die Pistole jetzt zerlegen. Sehr gut. Achso, haben wir die genügend Neuromods? Nee, ne? Drei Stück doch. Pass auf, wir können... Wir können... Ja, das machen wir auch. Den Inventarplatz können wir jetzt erhöhen. Ah, wir haben ein bisschen mehr Inventarplatz. Sehr gut. Und guck mal, die Tür ist offen. Sehr gut. Und dann können wir uns der... Drohende Plasma-Schockwelle. Ja. Dann können wir uns der Sachen jetzt hier widmen. Anders, laut Josh Daltons Tracking-Armband ist er in den Guts. Haben Sie ihn gesehen? Sean. Josh Dalton ist jetzt seit 3 Tagen nicht an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht. Wegen seiner Abwesenheit und Lanes unkooperativer Verhaltensweise hinten. Okay. Hinten wir was? Blackbox-Projekt hinterher. Ich würde Thorstein gerne aus der Sache raushalten. Geben Sie bitte Bescheid, wenn Sie etwas erfahren. Ich setze Tom aus der Personalabteilung mit auf CC. Okay. Menge und Frequenz, in der die Magnetosphäre Plasmaimpulse abstößt, sind kontinuierlich gestiegen und nun im kritischen Bereich. Wir gehen aktuell möglichen Ursachen und Problemlösungen nach. Bei der derzeitigen Menge stören die Effekte jeglicher Elektronik in der Umgebung und die Stabilität der Stationsschilde. Alle Mitarbeiter, bitte beachten Sie, dass die Guts bis auf Weiteres im Notfall sind. Okay. Okay, jetzt gibt's wieder einen Knall. Warnung. Schutz suchen. Plasma-Schockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Wir müssen die Leute finden hier. Oh, gleich geht's wieder los. So, ich bin hier gerade dabei, wieder ein paar Leute anzuklickern. Ich weiß nicht, ob wir alle machen müssen. Wobei das nominal scheint. Oh, gleich geht's los.
Drohende Plasmaschockwelle. Okay, gleich geht's ab. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Ja. okay, die Mails hatten wir, ja. Also ich weiß nicht, was hier mit der Besatzung gemeint ist, ehrlich gesagt. Weil es sind ja mehr als nur 5 oder 2 und wo die sitzen, außerhalb der Station. So. Und hier sind ein paar angehakt, aber ich weiß nicht, was das genau macht. Aber nichtsdestotrotz ist das Ding hier offen jetzt, oder? Ah ne, das war das Klo. Ich Idiot. So. Und wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ja, komm, los. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Bumm. Okay. Die Frage ist, müssen wir jetzt hier wieder raus? Mikrogravitation entdeckt. So, wo müssen wir denn hin? Kommen wir denn jetzt da durch? Ja. Weil wir nämlich was haben? Den Code nämlich bekommen haben, ne? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Was war das? Was war das? Was ist das? Ja? Das gesamte Ökosystem der Typhon scheint sich um die Erzeugung dieser Substanz zu drehen. Die Forscher nannten sie Koralle. Wunderschön, aber wir kennen ihren Zweck nicht. Außerhalb des Eindämmungszylinders hat sie sich noch nicht ausgebreitet. Bis jetzt. Nein! Verdammte Strahlen! Wahrscheinlich da auch, hä? Was? Wo muss ich denn eigentlich hin? Wo ist denn eigentlich mein... Ah, da ist schon wieder ein Nest, verdammt. Aber vielleicht sollten wir das in Ruhe lassen. Warte mal, wo? Ich bin verwirrt. Wo ist unser aktuelles Ziel? Okay. Hier haben wir nichts weiter. Ein Technik. Wobei, hier ist ein Technik-Operator. Kleinen Moment. Der kann uns ein bisschen Schutzschild geben. Nähert sich. Halt. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich flicke das. Dankeschön. Na, immerhin. So, dann gehen wir. Ich glaube, das so ist richtig, ne? Ich glaube, so ist richtig. Die Frage ist bloß, wo müssen wir lang? Okay, es hat uns gesehen. Halt. Was ist? Oh, Panik? War es gerade Panik? Was ist denn das da hinten? Das war gerade Panik, die ich hatte, ne? Kann das sein? Oh mein Gott. Das Vieh ist abgehauen.
Nee. Doch, das war bloß ein Stück, was explodiert ist, wie scheint. Wo sind wir denn hier? Auf alle Fälle müssen wir so rum. Wenn ich die Schrift als richtig annehmen darf. Da ist schon wieder einer, guck mal da. Ein Weber. Ich habe keine Munition mehr dafür, ich Idiot. Okay. Ärztliche Hilfe empfohlen. Nein, ich werde sterben. Ich glaube, es ist ein ganz falscher Fehler, den ich hier mache. Ich krieg den gar nicht, weg. Ich krieg den gar nicht weg. Verdammt mich. Okay, den darf ich... Oh Gott, war das die letzte Stelle? Oh, bitte nicht. Oh. Okay, gut. Leute, ich mache an der Stelle ein Folgenpäuschen. Wir versuchen mal, ihn nicht herauszufordern. In der nächsten Folge. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Komme. Ja, schön, dass du kommst. Er greift uns auch nicht an. Wir merken uns das in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Firefox.